damit hallo und herzlich willkommen zurück. Genau, wir sind wieder hier in unserer Basis und brauchen dringend Materialien. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, was mit den Quests ist. Solche der Gemeinschaft? Ach ja, der Whisky-Typ. Ja. Die nerven richtig, diese Leute mit ihrem Whisky. Ich markiere mir mal das, weil das ist gleich um die Ecke. Und vielleicht können wir da entsprechend was holen. Außerdem ist da noch ein Auto. Das könnten wir uns dann auch noch holen. Ja, ich brauche noch ein paar Autos und ich will ja auch noch diesen... Da ist es, dieser Pickup da, wird das sein. Ich will ja auch diesen Polizeiwagen holen, das werden wir dann auch noch mal machen. Die menschlichen Wesen, okay. Hört sich gut an, ne? Was, da sind welche drin, ne? Ah, das ist irgendwie eine Enklave, ne? Stimmt ja. Ich erinnere mich. Gut, dann lassen wir das jetzt hier drin. Und dann nehmen wir den Pickup nämlich gleich mit. Okay, das Wenderadius ist unterirdisch hoch 3. Ja, lässt sich kaum mitfahren. Das ist Laub bis zum Umfallen. Ich habe eben gesehen, dass hier bei uns drin ist. Vielleicht nicht so die beste Idee. Ja. Ach, Mist. Na egal. Schade, wenn wir nicht so einen großen Bus fahren können, ne? Das hätte auch was. Wäre ich voll dafür. Oh, endlich mal was für Munition. Okay, muss das gleich mal. Wir haben nämlich gar keine Schusswaffe ausgerüstet. Hatte die irgendwie eine Mod? Nee, ne? Warte mal. Unterstützt Mündungsmods. Ja, okay, unterstützt es einfach nur. Es gibt ja sowas wie Schalldämpfer und so und ich nutze das eigentlich ganz gerne. So, hat hier einer irgendwas von euch beiden? Ne, da oben bei dem Wohnwagen wird wahrscheinlich was sein, aber da möchte ich jetzt gerade nicht hin. Dann gehen wir lieber mal in diese Hütte hier. Fahren wir kurz durch den Zaun, dann geht das. Da hinten, wir sehen es, wir haben ja auch bisher kaum was erkundet, ne? Ist ja auch wirklich so, dass wir hier in einem Gebiet sind, wo bisher kaum was von uns geplündert wurde. Irgendjemand wird die ganze Zeit mit angezeigt, aber es ist keiner da. Also wir haben nicht immer diesen Bug begleitet. Schreier? Ja. Hm. Mal vorsichtig sein. Oh nein. It's locked. Figures. Damn, too loud. Ja, ich hasse das immer, wenn das passiert. Hauptsache, wir finden hier wirklich Baumaterialien. Ist schon was da drin. That's nice. Ja. Ish. Nice-ish. Also die ist selbst nicht so begeistert, ja. Finde ich aber auch gut, wie die Charaktere da teilweise sind. Es ist auch wirklich schön zu sehen, ne? Der eine Charakter ist halt mit weniger zufrieden und wirklich eher so dieser, ach ja, wird schon wieder alles, der andere ist eher so, hast schon... Sehr schön zu sehen, wie unterschiedlich die Charaktere hier gestaltet wurden. Muss man ganz vorsichtig sein. Mhm. Geh schön weiter.
wird auch wieder dunkel, glaube ich, ne, wenn ich das so sehe. Ist das ein Zombie oder ist das ein... Ja, ist ein Zombie. Ich hätte jetzt... If you need something, we've got stuff to trade. Stop on by. Fast gesagt, okay, das ist halt einfach einer... Was ist denn das da? Vielleicht eine Notiz. Okay, brauche ich nicht. Ich pack das mal hier alles rein. Hm, ja. Dann können wir noch das Haus durchsuchen. Das ist ein großer Zombie. I can't argue with you there. Hm. Hier irgendwas? Nee. Wir gehen erstmal so Raum für Raum durch, ne? Gucken, was wir hier so haben. Wie gesagt, vielleicht Medikamente, Nahrungsmittel. Wir können ja eigentlich alles gebrauchen. Munition zum Beispiel. War das nicht irgendwie? Dass wir eine Munitionsknappheit hatten? Ja, oder sowas wie ein Reparaturset. Super, super gut. Hat sich erholt von Fleischwunde. Das ist schön. Das freut mich. Ja, sieht leer aus, ne? Okay, das ist super. Das gefällt mir. Sehr schön. Ein großer Rucksack. Das hat uns noch gefehlt gehabt. So, ich habe mal kurz das Licht ausgemacht, weil dann sieht man das mit dem Leuchten manchmal besser. One of Red Talon's priorities is restoring our country's infrastructure. Don't be alarmed if you spot our agents exploring the bridges or dams in your area. Okay. Ich glaub da bloß nicht so ganz dran. Ja, wie soll das funktionieren? Wie, erstmal müssten sie ja dann die Plage beseitigen, dass man die Infrastruktur wieder aufbauen kann, weil wie willst du was aufbauen, wenn halt nichts mehr da ist? Looks clear to me. That's looking good. Hm, okay. Achso, Betten wurden aufgewehrt, das war jetzt zeitgleich. Super. Aber wo ist das andere noch zum Plündern, ne? Ich sehe hier gar nichts blinken oder so. Weil irgendwo muss noch was sein. Wir haben erst 3 von 4. Das geht mir so häufig so, dass ich den letzten nicht finde. Hm. Unless we take out some infestations, we're gonna have a siege on our hands. Na, da hast du wohl recht. Achso, das ist der letzte Container. Na gut, ein bisschen Benzin können wir auch noch gebrauchen, ne? Warum nicht? Und wir sehen es, ne? Da vorne wird... I'm not gonna find anything else here. Da vorne wird so ein weißer Punkt angezeigt, ne? So ein Rautensymbol, genau hier. Aber da ist keiner. Das heißt, irgendwo muss unser Kamerad wieder sein. Unser Buddy. Unser Mate. Unser kooperativer Überlebender. Aber er ist nicht da. So, und wie viel habe ich jetzt noch Platz im Inventar? Mal kurz gucken. 2. Naja, ich möchte gerne nämlich noch da hinten gucken. Warte mal, falsche Taste. Achso, da wäre was zu erledigen. Lebensmittelräuber. Achso, Infektionsherdproblem sollen wir da beseitigen. Ach du Schande. Hm, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Also zumindest nicht jetzt. Searching this place should keep us busy for a while. Yo, anyone wants to trade? We got the goods. Ich hätte doch mal so Ressourcen, das wäre super, so Baumaterialien. Yes. Lasst rein. Super gut. Ja, ich bin auch schon überlegen, ob ich danach mal dieses Also ich habe ja noch so ein anderes Survival-Game, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Habe ich den Namen gerade vergessen. Auch auf der Xbox, wo man praktisch in einem Kriegsgebiet zu Kriegszeiten Überlebende spielt, die sich da halt in einem Haus versorgen müssen und alles. Das ist ziemlich cool. Habe ich noch gar nicht so viel gezockt und ob wir das dann machen, wenn wir hiermit durch sind. Oder ob wir nochmal State of Decay machen. Ja.
Also den ersten Teil mit den Erweiterungen auf der Xbox One. Wäre ja auch eine Option. So, fahren wir rückwärts ran, genau. Also wir sehen es, ne? Super wendig, sieht anders aus. Ja, ich bringe ja Material. Ihr werdet ja alle gleich glücklich werden. Hoffe ich. So, bitteschön. People really need to wash their hands more. We can't afford to get sick. Richtig. Das wäre wichtig. So, wir haben unser Ansehen verbessert. Sehr schön. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann ja morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.